Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal Ralfinger LP. Ach, ist jetzt eine Ausgabe geworden, ja? Es ist ein Scheißes geworden, labe mich hier in mein Intro, okay? Mit dabei ist der NoScar, also NoScar 3LP, ich weiß schon gar nicht, wie ich sonst aussprechen soll. Und ja, ist schon richtig, ist okay, ich habe mich schon gewöhnt. Stimmung hier. Wir sind Stimmung. Im Übrigen heute aufgestiegen als Cop. Ja, wir sind jetzt Rang 2, sehr geil. Und spielen auf dem Server Black Collar minus Elite. Hat gerade ein Update gegeben auf dem Server und ich würde sagen, wir ziehen uns mal rein, was hier so passiert ist. Und all die Leute da draußen, die sagen, ey, deine Videos voll konfus, schnall nicht, was du da machst. Ja, sorry. Ich will nur sagen, ich versuche das ein bisschen zu erklären. Manchmal geht's einfach nicht. In manchen Situationen drückst du einfach Record und dann geht die Luzi ab. Hier bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen herumfahren und wir machen mal ein bisschen Polizeidienst. Was wir auch hier öfters auf dem Server machen werden, weil wir eben Cops sind. Wer hierher kommt und mich trollen will, der wird erstmal weggetasert, ne? Das sollte euch ganz bewusst genau sein. So, was machen die da vorne? Wir wissen, wie Cops hier sind, genau. Ey. Oh, Leva! Oh, warte. Naja, dann, ich bin da, ja, keine Ahnung, dann. Aber was für ein geiler Parkplatz, Alter. Leck mich am Sack, ne? Gleich mal einparken hier. Oder so, genau. Na gut, dann machen wir hier ein bisschen Ordnung. Ja, ich bin eigentlich nur Parkmann. Das ist ja auch für Taxiunternehmen super hier. Ja, das haben die auch komplett neu gemacht jetzt. Ja, hier. Ja, das sag ich doch. Also das ist ja, dieser ganze Parkplatz ist neu hier. Guck mal, wie ich hier rumrenne. Ah, shit, wie geht das nochmal weg? Ah, okay. Ralf, zeig mal den Parkplatz hier so von Weitem so. Das sieht cool aus, ey. Das haben sie jetzt gut gemacht. Warum recht? Hättest du wieder so komisch rum? Ich hasse es. Ja. Drück mal S. Weil mal S. Geht okay, das jetzt wieder? Ja, danke, super. Gut. Seht ihr, habe ich gleich von NoScar was gelernt. S drücken und dann ist die Scheiße weg. Ja, das passiert ab und zu. Die haben ja richtig so viel gemacht. Der Container stand noch nicht hier. Ja, warte mal, lass mich auch kurz was erklären, weil das passiert nämlich auch manchmal bei den Leuten, wenn man sie restrate, so, also wenn man sie restrate, heißt fixieren, also fesseln, falls es einer nicht weiß, dann passiert es auch manchmal, dass man rückwärts läuft, vorwärts läuft oder seitwärts läuft. Einfach zweimal S drücken oder so, dann müsste man eigentlich wieder aus dem Bug rauskommen. Das ist immer so eine kleine Sache, ja, ist halt Arma Engine. Was die Leute jetzt hier, oder die Admins, Hungry, erst nochmal schöne Grüße an dich und danke für die Erklärung gerade. Was sie uns gerade erklärt haben, ist, dass hier auf dem Server Zivilisten, andere Zivilisten, unrestrainen können. Das bedeutet, wenn jemand gefangen ist von den Polizisten, ist es dem anderen Zivilisten möglich, diesen zu befreien. Was natürlich auch strafbar ist, ist ja klar, aber leck mich im Arsch, wie geil ist das denn? Also wenn jemand auf dem Server kommt, das wird bei uns sogar mit Knast bestraft und zwar mit Mindeststrafe 5 Minuten, bei so Wiederhandlung sogar mit 10. Aber schaut mal her, das, ganz ehrlich, wir haben hier 5 Cop-Kahn, hier stehen ungefähr 8 Leute auf dem Marktplatz rum. Wie krass ist dieser Server, Alter? Ja, Mann, das ist einfach nur geil. Also wenn jetzt die Leute herkommen, die scheißen sich doch in die Hose. Sieh da hinten, check. Ah, scheiße, schon wieder falscher Kanal. Check, bloß nicht auf dem Marktplatz, hier sind viel zu viele Polizisten. Ist ein bisschen massiv hier. So, ich würde sagen, wir steigen mal wieder zur Auto und fahren weiter. Ja, können wir machen, auf jeden Fall. Hier ist ja sowieso alles. Ich finde den Müllhaufen hier auch total sexy, ey. Den haben sie richtig schön hingesetzt, ey. Ist denn jetzt in den Channel gekommen? Ich könnte noch irgendwas hier wegdroppen. Hey, ich wollte nochmal Dings hier mich verabschieden. Gute Nacht, viel Spaß euch noch. Ja, vielen Dank. Und Ralfinger, oben ist Albi, der würde dir gerne eine Frage stellen, aber er will nicht aufdringlich sein. Wenn er okay das machen darf, ziehst du ihn. Übrigens, du bist gerade auf YouTube, mein Glückwunsch dazu. Du bist mitten in der Folge, das ist übrigens eine geile Sache. Super. Du bist der Admin, hallo, wir reden gerade mit dem Admin des Servers PHS, ja, also falls ich nicht schon genug Werbung hallo gemacht Leute habe. Nein. Nee, alles klar, ich schaue nachher mal hoch, aber ansonsten würde ich jetzt nur gerne hier ein bisschen weiter aufnehmen. Alles klar, wir sehen mach's uns. Gut. Viel Spaß okay noch. Mach's gut, Kalle. Ciao. Das ist der netteste Typ, den ich kenne. Ohne Scheiß. KD ist einfach so eine coole Sau. Ich weiß nicht, ey. Ja, das ist wirklich ein netter Typ. Also der hat uns auf jeden Fall sehr krass unterstützt, vor allen Dingen auch so, dass wir, also besser gesagt wir, dass Ralfinger auf jeden Fall super Videos machen konnte. Absolut, ey. Was ey, auf dem Server, was die für mich gemacht haben, ey, und auch nach diesem Server-Checkout, das Roleplay, was sie gemacht haben. Auch wenn wir jetzt total out of game sind hier, weil kein Zivilist am Start ist, es ist ja gut, wir können vielleicht auch mal erklären, warum wir vielleicht auf einem anderen Server spielen. Also so gut, das ist jetzt meine Meinung so. Also ich habe mir halt gedacht, dass ich auf einem Server auf jeden Fall den Rebellen spiele. Also ich feiere dieses Roleplay sehr, sehr. Es hört sich vielleicht jetzt nicht so an, weil viel erklären und so. Aber so, wenn wir vielleicht mal jemanden anheilen, dann sieht das vielleicht. Ja, aber auf jeden Fall feiere ich dieses Roleplay sehr, sehr. Und das habe ich mir halt gedacht, das ist halt irgendwie doof, auf einem Server irgendwie Rebell und Cop gleichzeitig zu sein. Ich weiß nicht so, dieses auch zwei Hochzeiten tanzen, so keine Ahnung. Ist Christian, ist bei mir genau dasselbe, Mann. Ich habe genau dieselbe Wahl getroffen. Ich bin hier auf dem Server Cop und verdammt nochmal macht es hier Spaß, ey. Ja, das sind richtig krass. Es gibt jeden Tag Update. Die machen immer irgendwas neu, adden was dazu. Es gibt neue Sachen, Fahrzeuge, genau. Kleidung.
Wir sind gerade im nächsten Rang aufgestiegen, haben gerade eine krasse Razzia hinter uns gehabt. Von der Burg haben Rebellen auf uns geschossen auf dem Marktplatz. Davor war total der Terror am Marktplatz, weil irgendwelche Trolle Leute überfahren haben. Dann haben wir die Sachen gesichert, Fahrzeuge impounded und oh Gott, da waren locker... Ach, guck mal, weiterlassen. Lass uns mal kurz auf den, um den Bürger da kümmern. Da steht da ja so ein... Lass mich da ausreden, Mann! Ja, gut. So, jetzt kümmern wir uns um den Bürger. Schnell Sirenen machen, dass er auch weiß, was Sache ist. Genau. Das ist das beste Signal, ich sag's dir. Komm, steig aus, Kumpel. Raus mit dir. Okay. So, soll ich mich jetzt erstmal nicht muten, und jetzt ist vielleicht besser. Machen wir beide, ne? Bis gleich. Schönen guten Tag. Sir? Sir? Hallo? Ist alles okay mit Ihnen? Sie Hallo? Sehen so verstört aus. Geht's Ihnen nicht gut? Geht's Ihnen nicht gut, hallo? Wie Ihnen helfen? Hallo? Steigen Sie mal bitte von dem Fahrzeug runter. Steigen Sie mal bitte. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Ah, wunderbar. Schönen guten Tag. Eine kurze Frage. Können Sie mir verraten, warum Sie hier so abseits der Straße stehen? Ich war gerade auf der Karte. Ich habe einen Auftrag, der am anderen Ende der Karte ist, quasi im Osten. Ah, Sie waren im Osten und Sie stehen deswegen, also so, Sie haben jetzt die Karte gerade angeschaut und deswegen stehen Sie hier, weil Sie nicht dabei fahren können. Ich habe nicht drauf geachtet, ja. Ist das ein Vergehen? Nein, natürlich ist es kein Vergehen, nein. Ob alles in Ordnung ist, ist alles in Ordnung. Sie standen nur so allinsam alleine hier in der Ecke und es war einfach für uns suspekt und wir dachten, wir prüfen das Ganze mal. Aber wenn es Ihnen gut geht, ist ja alles in Ordnung. Ja, hervorragend, dann fühle ich mich sehr beschützt. Alles klar. Gut, dann erstmal vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ebenfalls. Tschüssi. Ich frage mich die ganze Zeit, ich bin im zweiten TS, ne? Was? Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich da auch drin bin. Ob mich da auch... Ja, ich habe irgendwie ist da auch gerade einer in meinen Channel, glaube ich, reingekommen und hat gerade irgendwie was gesagt. Ja, und ihr beiden habe ich gehört. Kann das sein? Ich bin hungry. Also ich schreibe mal jetzt meinen Namen kurz Aufnahme. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist immer, wenn man auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, ja, wenn man zu viel auf TS unterwegs ist, passiert mir das manchmal, dass ich in manchen TS nicht gemutet werde oder bin, wow, es laggt, nicht in die Wand fahren, okay, und dann einfach 30 Stimmen gleichzeitig hier, das ist voll geil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also hier auf dem Server, also heute ist vielleicht, ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, ich weiß jetzt nicht, ob so, wenn ihr das Video jetzt hier hochlädt, aber müsste das Tutorial schon hoch sein, oder? Na gut, dann würde ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst... Alter! Was war das denn? Unfassbar, naja, lass uns mal kurz anfangen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ganz kurz nochmal, Leute, warum steigst du denn einfach aus? So, na, weil ich das so gerne mache. Ja, ganz kurz, Leute, noch, die jetzt zuschauen, vielen Dank übrigens für den geilen Livestream. Letzte Woche Freitag war richtig nice, also danke nochmal dafür. Herr Officer, alles okay? Officer. Alles okay? Ist Ihr Fahrzeug noch in Ordnung? Soll ich das mal überprüfen, ob Ihr Fahrzeug in Ordnung ist? Soll ich es reparieren? Bei mir passt alles. Okay. Nee, passt schon. Ja, halt. Bis später zur Pause. Es wird mal übrigens wieder Zeit, dass wir mal Donut futtern. Ah ja, stimmt, ohne ist jetzt der Apfel und das Wasser. Siehst du es? Die Icons haben sich ja geändert. Stimmt, hast du ja vorher gesagt, ey. Und ich rede die ganze Zeit mit dem TS und du hörst mich gar nicht, weil ich gemutet war. Ja, das ist natürlich ein bisschen krass, ja, aber wenigstens die Leute hören dich ja dann immer nur in der Aufnahme da. Mit Overwolf habe ich das ja immer im Blick so, ob ich gemutet bin oder nicht. Weißt du, da fällt mir das sofort auf, aber wenn das nicht onscreen ist, der TS, dann schneide ich das nicht so. Und ich habe keinen zweiten Bildschirm, noch nicht. Ach so. Und ja, ist ein bisschen ätzend. Aber der ist fast so groß wie zwei Bildschirme, die du da hast, oder? Ja, der ist auf jeden Fall so riesig wie mein Penis, Mann. Ich habe jetzt überhaupt nicht übertrieben, ich habe einfach einen riesen Pimmel. Warte mal, das darf ich nicht sagen, sonst ist ja die Folge ab 18 oder so, nur weil ich Pimmel sage, ist ja voll obszön hier. Ralfing LP nimmt böse Worte in den Mund. Schimpft ihn mal bitte aus in den Kommentaren, ja? Oder, wir machen was Besseres. Schreibt die besten obszönen Ausdrücke oder Synonyme, falls ihr nicht wisst, was Synonym ist, was so ähnlich ist wie für Pimmel, bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen. Aber natürlich nur Sachen wie so Schniedel oder Pimmel, nicht Pimmel schon wieder, Pillermann oder Knifte. Da hat auch der Krieger, Alter, so voll so eine geile Aktion irgendwie gestartet. So, denkt euch so irgendwie Filmnamen aus, so weißt du, mit
über deinen Pimmel halt so, weißt du, und dann zum Beispiel. Ja, aber ich kann doch nicht Kriegerkopie, das wusste ich gar nicht. Jetzt mache ich so eine Pimmelaktion unter meinem Video und jetzt ist es von Krieger kopiert oder was? Nein, echt? Weiß ich doch nicht, hast du doch gerade erzählt. Nee, das hat er irgendwie bloß da, wie sieht nicht mehr Facebook da irgendwie so, okay. Diese dicke Filmnamen so. Ja. Und dann solltest du dir Filmnamen ausdenken, wie zum Beispiel, also nicht ausdenken, sondern Blood in, Blood out zum Beispiel, weißt du? Und, ja, hab ich schon mal gesehen, den Film, kenne ich ja. Ja, ja, deswegen ist ja ein Filmname, also wenn man sich jetzt einen Pimmel dazu vorstellt, so, weißt du. Wollen wir einfach mal hier, hör mal auf, über Pimmel zu reden, Mann, hier. Ja, ist ja schauen, gut, du hast schauen die Lunge Leute zu. Wollen wir das Auto hier einfach mal einparken? Ja, vor allem, wie es einparken? Nein, weil wir es einparken, habe ich gesagt, dass er nicht mehr rauskommt. Ich würde so eher sagen, dass wir uns mal um den kümmern hier, dass der hier mal, Karre hier mal anders hinstellt. Ja. Guten Tag, eine kurze Frage, Checks. Wissen Sie, ob das hier ein ziviles Fahrzeug ist? Sieht nicht so aus, oder? Das ist ein ziviles Fahrzeug, ja. Okay, das wurde auch schon gebaut, alles klar. Das ging aber schnell so, einfach mal hier weg impounded, ne? Ja, ich hab das wollte ich auch gar nicht, ey, das war jetzt echt ein Versehen. Inkompetenter Kopf. Achso, du warst es sogar. Ja. Du bist der Scherzkeksmann. Oh, ich dachte, das wäre der Check gewesen. Warte mal, ich muss mich mal kurz entschuldigen. Nein, nein, sag mal nichts, der weiß von nichts. Sag mal einfach nichts. Hau ab da, Mann, ich will einparken. Hat er es mitbekommen, dass du es impounded hast? Na, wahrscheinlich, aber ja, wenn nicht, dann sag ich ihn gleich. Scheiße, wo ist er denn? Das möchte ich zu gern sehen. Jack? Ich habe aus Versehen hier Auto impounded. Das war echt keine Absicht. Keine Absicht, so. Ich gebe dir noch gerne den Gegenwert, dass ich wieder aus der Garage holen kann. Tut mir echt leid. Das war kein Versehen, er ist betrunken. Ich trinke im Dienst nicht. Sie trinken doch ein Bier gerade, habe ich gehört. Nachwirkungen. Ich habe hier Bootstag gehabt gestern, ja. So Leute, Mann, bist du das Wahnsinn? Geht's doch nur gut? Wie können Sie ja hinterfahren zur Garage, wenn Sie möchten? Chef reden. Ah, das übertreiben Sie mal nicht. Na, das will ich hoffen. Na, geht doch. Leute. Dann bleiben Sie immer bitte kooperativ. Wir wollen ja doch nur helfen. Ich glaube so. Warum sind Sie denn so unfreundlich? Haben Sie etwas Schlechtes gegessen? Ja, ich hab Sie gesehen. Das reicht. Poppe! Sie haben aber kleine Eier. Ich bitte, Kollege, steck's mal aus daher. Jetzt kommen wir aus dem Auto raus. Was will denn der von mir? Ich bin Polizist, ich muss hier aussteigen, wenn Zivilist mir was sagt. Ich mein, so geht das nicht. Steck aus jetzt daher. Was ist das für eine Traube hier ums Auto rum? Rufen, oder was? Steig jetzt aus, Wappler. Was will denn der von mir? Martin, komm mal mit. Was willst du von mir? Was ist dein Problem? Martin, komm mal mit. Was will der Typ von mir, Christian? Red mal mit ich dem. Ich weiß es nicht. Sag dem, ich gehöre nicht, ich bin taubstumm. Was wollen Sie denn von ihm, von meinem Kollegen? Ja, sehr geil. Ja, sehr inkompetent, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Ich kann ja nicht dafür, dass ich ihren Dialekt nicht verstehe. Ich komme aus einem ganz anderen Viertel. Alter, Check, was bist du für ein Arschloch, ey? Was ist der Typ? Was ist der Typ für ein Arschloch, Alter? Ja. Unglaublich, ey. Jetzt habe ich schon dreimal verklickt hier beim TS. Wo ist denn jetzt Ihr Problem? Da steckt der Torste, war mir, oder was ist mit dem? Ja, was wollen Sie denn von meinem Kollegen? Ja, ich will was klären, was geht dir das überhaupt da jetzt? Na, es ist mein Kollege, so, Sie können es auch mit mir klären. Ja, willst du mir jetzt denn lutschen, oder was machst du jetzt gerade? Ja, gib mir mein Ticket, komm. Ist das eine Beamtenbeleidigung gerade gewesen? Also, hört sich irgendwie danach an. Ja, das ist sexuelle Belästigung, ich meine, hallo? Sexuelle Belästigung? Dann noch einen so einen komischen Spruch und Sie kriegen ein Ticket. Jo. So, was haben Sie für ein Problem? Ich habe gerade kurz was getrunken, tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Wir haben aber ganz schön viele Schaulustige hier. Wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Sagen Sie doch mal, was sind Ihr Problem? Na, jetzt lassen wir mal los, dann zeige ich dir, was los ist. Nee, dann lohnt sich die... Ja, wiedersehen.
Hier gibt's nichts zu sehen. Alles in Ordnung. Es gibt nichts zu sehen. Danke. So, jetzt verprügeln wir ihn. Was macht ihr denn alle? Warum rennt ihr denn alle hinter mir her? Was ist denn los mit euch? Wie die Lemming, ey. Wir machen ihm schon nichts. Wir machen schon nichts, ne? So, wir tun nichts Böses. Ja, lass mich los, dann zeig dir, was das Problem ist. Was wart ihr? Dann zeigen Sie mir, wo das Problem ist. Dann fangen Sie mal an hier. Ja, dann lass mir los. Dann lass mir los. Also. Gib der Knackwatschen, dass du ausspäppst, habe Knackwatschen. Ja, okay, also ich glaube, Sie wollen einfach nicht mit uns kooperieren. Also ich glaube, ich werde das jetzt hier einfach komplett beenden und Sie einfach mal 5 Minuten in den Knast stecken, damit Sie mal über Ihre Taten hier nachdenken. Das klingt doch sehr vernünftig. Das ist ja unglaublich. Sie haben sich hier bitte an das Gesetz zu halten und seien Sie nicht so frech zu den diensthabenden Officers. Sie haben ihn ja verstanden. Dankeschön. Guten Tag, Kollegen. Ja, guten Tag. Problem? Ja, aktuell nicht, nee. Der Mann wird jetzt wegen Ungehorsam und Widerstand gegen die Staatsgewalt für 5 Minuten in den Knast gesteckt. Ja, okay, passt. Dankeschön. Ja, so regelt man das, Leute. Ihr seht, ich habe tausende von Zuschauern hier auf dem Server, ist aber auch zu Recht in den Knast zu stecken. Ich übergebe kurz die Fahrzeugschlüssel, Moment. Nicht vergessen, dass euer Kumpel auch die Schüssel hat, sonst kann er ihn da nicht reinstecken. Oh Gott, gibt's hier viele Ausgeher? Da. Schätze des Wahnsinns, oder? Das ist ja nicht mehr normal mit euch da. CAP. Jetzt bin ich wieder draußen. Jetzt schon steppert. Jetzt fahrt's mal weg, ha? Du darfst ihn auch einfach hier rein. Ja. Ich überfahre ihn gleich. Nee, auf keinen Fall. Ja, wenn er nochmal aussteigt. So, bitte einsteigen. So, fahr ihn einfach hin, ich warte hier. Warte. Ich zeige 3, 2, 1 runter, dann gehst du rein und dann bist du fertig. Komm, geh zum Auto. 3, 2, 1. Na, ist er wieder draußen, der Penner. So, dann. Okay. Nee, das probieren wir nochmal. Komm, nochmal raus. Das probieren wir nochmal. Da müssen wir jetzt durch. Das ist Polizeitraining. Das Polizeitraining, nicht wundern. So. Also für die Aktion kriege ich auf jeden Fall schon mal noch ein Ticket, wenn wir dann da sind. Ist ja klar, ja. Nee, kannst du jetzt gleich machen. Ey, welcher Idiot von euch hat jetzt Tränengas geworfen? Da drüben, ich hab's auf Video. Da wollt ihr mich eigentlich total verarschen? Kommst du rein? Okay. 3, 2, 1. Bin drin? Ja, fahr los. Jo, super. Den haben wir noch im Griff, den Sackmann. Achtung. So, Freundchen. Was war das jetzt für eine Aktion? Was haben Sie denn überhaupt für ein Problem? Wir sind keine Freunde, das ist so, geht doch klar. Ja, gut, von mir aus ist ja auch kein Ding so, aber ich weiß ja nicht, was Ihnen heute über die Leber gelaufen ist, dass Sie hier die Leute hier irgendwie so versuchen zu provozieren. Aber nur dich provozieren, ja, sonst will ich keinen provozieren erst. Ganz kurz, gut, warum ganz wollen kurz, Sie mich denn provozieren? Lass mich mal ganz kurz mit dem reden. Wie kann man denn nur so ein Arschloch sein? Nur mal so eine Frage persönlich an dich. Nein, Mann, das nehmt's mit der Fest, wurscht mit deinem Mann, ich weiß ja nicht. Es geht nicht gut. Tja, das ist die Polizeigewalt. Naja, sie haben ja... Also, Polizeigewalt im Sinne von, ihr wisst schon, ja, also wenn man sich so aufhört, ne, gehört man einfach in den Knast. Und alle Zuschauer da draußen, ne, check, schreib mir ruhig in die Kommentare, wenn du das Video siehst, was dich geritten hat, dass du so abgehst, ey. Würde ich mal interessieren. Und wenn Oscar hier diesen netten Mann jetzt in den Knast bringt, würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde wieder hier weitere Folgen aufnehmen. Guck mal, jetzt schreit auch noch rum. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.